Ja, hallo und herzlich willkommen hier nochmal zurück zu Tormented Souls. Ne? Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe ja dieses Let's Play hier komplett aufgenommen und dann erst angefangen, die Parts eben halt nach und nach freizuschalten. Und heute, beziehungsweise gestern, kam Part 9 raus, wo wir die kleine, ja, Emma, wie auch immer, im Gefängnis gefunden haben und halt, ja, befreien wollten, indem wir da die Säure auf dieses Schloss draufgeklatscht haben. Und plötzlich hat es Klick gemacht bei mir, was das Ende von Tormented Souls anging und was wir mit der besagten, mit dem Dingen da anstellen können, mit dem Bolzenschneider. Und das wollte ich jetzt einfach dir mal direkt testen. Deswegen habe ich einfach mal ganz doof das Spiel nochmal angeworfen, ganz spontan. Würde jetzt mal auf Spielladen gehen. Ich glaube, der letzte, ne, ABC, ja, von der Zeit her ist das der Friedhof. Und wir müssten, glaube ich, den letzten Endboss-Kampf nochmal durchziehen. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Und machen wir einfach mal. Ne? Ich versuche jetzt mal, nee, jetzt auch nicht großartig oder viel zu quatschen, sondern, ach, ich weiß gar nicht mehr schon, in welche Richtung das geht. Das ist nämlich schon ein bisschen länger her tatsächlich, ne? So, Moment, hier wurde gespeichert. Hier ging es dann, glaube ich, weiter. Moment, bevor wir jetzt hier reingehen, einmal ein kurzer Check. Jawohl, den Bolzenschneider haben wir in der Tasche. Wir müssen jetzt also wirklich nur noch hier durch und den Endkampf noch einmal bestehen. Wir haben eine Menge Heilung. Okay, wir sind eigentlich relativ gut aufgestellt. Ne, nachdem jetzt, wo wir wissen, was passiert, beim letzten Mal war ich ja da ein bisschen hektischer. Alles klar, gehen wir mal gucken. Der Schlachtraum. Wenn Sequenzen kommen sollten, die lasse ich dann auch noch durchlaufen. Ne? Fair ist fair. Ist er wieder, die alte Schmodderpumpe. So, you killed those fools? They were not worthy of the Polex sect after all. This is over, Noah. Your gruesome dream ends here. Without the blood of the twins, you won't be able to bring that thing back to life. I have waited so long to revive our savior. I will show you that my faith has no limit. That's not going to happen. Oh, my child, if only you had faith. Gruselig, gruselig. Oh. So. Die komischen Klöpse da, die erwachen und, ich glaube, da war die Nagelpistole, oder die Nagelpistole wäre da wahrscheinlich genau das Richtige. Kling, klang, klong.
Na, guck mal, gerade habe ich noch gesagt, alles ist gut. Und jetzt habe ich die letzte Schrotflintenpatrone hier verballert. Aber ich glaube, hier liegen ja auch noch eine Menge rum. Ne? Na, alles klar. Oh, was ist denn? So lange gewartet? Während ich aber einfach so rumstehe. Ich glaube, das ist schon ein bisschen fies. So, das hier. Warum habe ich das Gefühl, dass die Schüsse so ein bisschen verdampfen? Okay, damit komme ich da wahrscheinlich nicht dran, also lassen wir mal die Pistole. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch auch hier damit da drauf hauen, oder? Nimm den fiesen Eumel von dem Knopf. Vier Stück hatten wir davon, oder? Oh, nee, drei. Los, gib ihm! It's over, Noah. How many girls were sacrificed for that thing? Those bastards won't hurt anyone ever again.
Und ich frage mich immer noch, warum hängt man so ein Ding über seiner Gottheit auf, ne? Weil es ja potenziell gefährlich sein könnte. Und ich hätte es echt besser gefunden, wenn der Bohrer angewesen wäre. Ne, oder so als letztes, ne? Erst drauf, ne? Ja, reicht noch nicht, komm, und jetzt aktivier das Ding, ne? Und dann macht das, ne? Schlubbidi-bupp und ja, das bohrt sich durch den Knalli durch. So, habe ich jetzt hier soweit alles eingesammelt? Jetzt gucken wir nämlich mal. Und wie gesagt, mir kam, ich habe ja eigentlich schon wieder ein bisschen gespoilert, ne, am Anfang. Aber wie gesagt, dadurch kam mir dann halt die Idee. Weil hier können wir jetzt einfach abhauen und wir haben uns ja eigentlich alles angeguckt, also auf dem Weg raus. Und wir haben festgestellt, dass verschiedene Wege, ne, auch zugestellt waren. Ne, und man nur wirklich in eine spezielle Richtung gedrängt wurde. Aber durch diesen Raum sind wir tatsächlich durchgekommen. Ne, und genau da laufe ich jetzt auch hin. Die andere Seite hatten wir schon, die führt ins Nichts. Kanalisation. Und wir sind scheinbar raus, aber immer noch bewaffnet mit unserem Brecheisen. Den Weg schon wieder gar nicht mehr so richtig im Kopf, ey. Zurück in der Pumpstation. So, hier geht's dann hoch ins Büro. Ne, und auch hier war ja schon eine Tür zu. Also wir wurden hier, wie gesagt, ne, eigentlich so zum ja, Outro, ne, hingeführt. So, ne, die Tür hier verbarrikadiert. Wir können hier raus. Können wir nicht mehr durch. Erster Stockkorridor. So, und auch hier, ne, die Wege sind zu. Ja, alles zugestellt. Ja, und hier, genau hier sind wir, der Besprechungsraum. Ne, und hier haben wir unsere Chance, ne, da kam es mir quasi. So, den Testroom, den brauchen wir nicht, aber wir haben die Tapes hier immer noch hier drin, ne? Wir haben VHS-Band, die Kapelle, Zahnarzt, Experimentierraum. Ne, falls ihr euch erinnert. So, und das funktioniert wohl noch. Ausgezeichnet. Ne, ich freue mich total gerade. So, wir sind wieder in diesem Experimentierraum. Auch hier unsere Bewegung ein bisschen eingeschränkt. Aber die Kurze, die sitzt ja jetzt immer noch da hinten im Gefängnis. Ne? Wir haben ihr zwar, ne, hier Zeugs drauf geträufelt, aber Leute, wir haben einen Bolzenschneider. Okay, und den gilt es mit irgendwas zu kombinieren, oder was? Oh, Moment. So. Ich wusste es. Ne, wir haben ja unsere Schwester hier im Prinzip ja abgemeuchelt, ne, also umgebracht und ins Leben, ja, was heißt ins Leben zurückgeholt. Ne, wir konnten sie immerhin erlösen. Ja, aber was wir jetzt gemacht haben, ist, ne, wir durchbrechen im Prinzip so eine Zeitschleife. Wenn wir sie als Kind retten, dann wird sie ja niemals zu diesem Monster. Ne, sie muss niemals, wenn die hier 20 Jahre oder was irgendwie im Keller irgendwie verbringen. Ja, okay, auf der anderen Seite, ja, Gefahr, die Zwillinge, die leben beide noch, ne? Das war ja im Prinzip der Grund auch, warum wir ihr eingegeben haben, ne? Aber, ich habe richtig gerade Puls. Ne? Komm mit, Kleine. Anna, I came back for you. You cut the chain. I told you I would get you out of here. Now, we need to escape to a safer time. Geil. A time? A time? I mean, a place where we are safe. I don't know if I should trust you.
Besides, I have to find a mother. Those men took her. Ja, Moment, das klingt nach Fortsetzung. I understand you want to find her, but those men in hazmat suits will be back if we don't leave right now. We don't have anything to fight them with. It would be better to go to town and get help. Then we can rescue your mother. Do you promise we'll be back for my mother? I promise, but you must trust me. Okay. Voll geil! Los, komm raus! Das gefällt mir auch gleich schon viel besser. Ne? Jetzt haben wir sie, ne, also ihr ganzes Schicksal, ne, konnten wir ihr glücklicherweise ersparen. Auf der anderen Seite, ne, jetzt kommt ihr Zeitparadoxon. Ne? Wenn wir sie ja gerettet haben im Prinzip, ne, dann sind wir doch eigentlich gar nicht auf dem Weg hier zum Haus hin, oder? What happened here? Everything is completely different. I don't recognize the main hall at all. Something strange is happening. I feel as if I don't belong here. I can't explain it. I will explain in due time. What's important right now is us getting out of here. Do you trust me? I think I can trust you, miss. You don't need to call me miss. Just call me Caroline. Okay, Miss Caroline. I'm sorry, I mean Caroline. That's better. I know all of this is strange, but I will explain everything. Yes. Ne, wobei, das ist jetzt auch wieder fies, ne? Nicht, dass man hier jetzt noch irgendwas finden kann oder irgendwie noch rumlaufen kann. Ich will die Stimmung jetzt auch nicht kaputt machen, aber die Grafik sieht total komisch aus, oder? Was ist hier los? Kann doch nicht nur am Licht liegen. Alles klar, okay. Ne, machen wir die Stimmung mal nicht kaputt und ne, lass uns gehen. Das gute Ende. Schwestern. Errungenschaft freigeschaltet. Schön. Ja, Leute, das ist das Ende, was wir sehen wollten. Anna, I'm aware that my actions were wrong. Once you find out the truth, I hope you can forgive me. Anna. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Zusammenfassung, beziehungsweise das hier Ergebnis ansehen. Oder schauen wir mal. Gesamtzeit, ja, da hat sich ja nicht viel dran geändert. Ne? Mich interessiert nur ne, Annahme, ne? Plus plus. Wertung plus 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 plus. Ja, alles klar. Ne? Was mich jetzt noch interessiert, ist eine abgeschlossene Tagebücher 2. Ne? Da fehlt halt wahrscheinlich hier und da noch ein bisschen was, ne? Aber okay, ich glaube, das ist, nehmt das einfach als Bonusvideo, ne? Jetzt knappe 20 Minuten. Wobei, man kann wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen, wenn ich gerade so überlege, ne? Aber okay, vielleicht gucke ich da später nochmal nach. Das ist auf jeden Fall das Ende, was wir hätten sehen wollen, ne? Jetzt wissen wir, wofür der Bolzenschneider da ist. Ja, ne, wunderbar. Zurück zum Menü. Haben wir wenigstens eine Variation noch drin. Alles klar, Leute. Ne? Ich wollte es auf jeden Fall nochmal hin und her legen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich höllisch freuen, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben gebt. Ja, und ne, supportet Tormented Souls in irgendeiner Form. Ne? Das ist ein Spiel, wo ich mir wirklich wünsche, dass da noch mehrere Teile von rauskommen. Spin-offs von mir aus. Ne? Also da kann gar nicht genug kommen. Ne? Ein sehr, sehr liebevoll gemachtes Spiel.
Ne, und ich würde mir wünschen, eben halt so, also das Spiel mit ein bisschen mehr Sequenzen noch oder ein bisschen hochwertigere Sequenzen. Nicht, dass ich da mich jetzt beschweren möchte oder sowas. Ne, die waren schon drollig. Die Musik ist gut, die Stimmung war gut, alles war gut. Kann man nur supporten. Also mir hat es auf jeden Fall bombig gefallen. Und wenn es, wie gesagt, euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt ein paar nette Worte in die Kommentare und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, ne, wie es dann wieder heißt hier. Ne, der Chris von I Am Korken, der spielt schon wieder. Und ihr seid dabei, ne? Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ich bin der Chris von I Am Korken. Bis dann.